catch me howling at the moon. Um diese kleinen Kollegen geht es in der heutigen Folge unserer Barsch-Serie. Denn Barsche, gerade größere Barsche, die fressen ganz gerne mal Flusskrebse. Die gibt es mittlerweile durch die gute Wasserqualität in ganz vielen Gewässern, vor allem in Seen. Und die Barsche haben sich darauf teilweise schon ziemlich eingeschossen. Jetzt ist das Angeln mit so Krebsen, das hier ist jetzt zum Beispiel eine total naturgetreue Imitation von Savage Gear, die sieht ja auch super geil aus wie ein Krebs. Das Angeln damit ist jetzt allerdings nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Da kann man nicht einfach einen Bleikopf reinmachen und das Ding da reinwerfen und rumkurbeln. Ganz so blöd sind Barsche auch nicht. Die kennen schon den Unterschied zwischen der Bewegung eines Krebses und der Bewegung eines Fischchens. Das heißt, wenn man den hier führt wie einen Gummifisch mit Schaufelschwanz, klappt das eher nicht so gut. Da gibt es jetzt so ein paar kleine Tricks und die zeigen wir euch heute mal. Jetzt gibt es ja viele verschiedene Formen von diesen Krebsen. Ich habe ja eben schon einmal gezeigt, hier so ganz, ganz realistische. Sag ich mal gleich am Anfang dazu, das sind nicht meine liebsten Köder zum Barschangeln, sehen zwar ganz toll aus, mir gefällt aber das Spiel unter Wasser nicht so wirklich. Die Scheren, das ist alles naturgetreu, aber die leben ja davon, dass dieses Tier dann Muskelbewegungen vollführt und das kriegen wir ja unter Wasser nicht hin mit unserer Angel. Wenn man den also anködert, hat das passieren zwei Sachen. Erstens, die Beine sind alle steif, der Körper auch. Der trudelt dann nur so ein bisschen komisch und der Körper ist ziemlich fett. Das heißt, wenn wir da einen Haken reinmachen, irgendeine Art Offset-Haken, den wir gleich da definitiv brauchen, dann blockiert die Gummimasse eigentlich immer unsere Hakenspitze. Das heißt, es wird unheimlich viel Fehlbisse geben oder Aussteiger, weil der Haken nicht richtig fassen kann. Ich habe das oft probiert, aber so richtig gut sind sie nicht. Besser gefallen mir dann Köder, die also auch Eigenaktion haben. Jetzt haben wir hier welche, die haben hinten so kleine Twister-Schwänzchen dran. Manchmal auch eher Fantasie, hat jetzt weniger mit Beinen zu tun, aber grob trifft es das schon. Oder eben hier die haben dann noch solche langen Twister-Schwänze hinten mit dran. Das ist eigentlich einer meiner Favoriten, schön lang. Auch mit so Schweineborsten. Das ist später noch wichtig, erkläre ich dann nachher nochmal. Auf jeden Fall. Die haben eine ganz andere Aktion unter Wasser, wenn wir damit angeln, wenn wir die ziehen. Manchmal bewegen sich sogar hier die Klauen noch, weil die unten verdickt sind. Das ist auch super, die flattern dann so hin und her. Und das brauchen wir zum Barschangeln. Einerseits das, hinten die Aktion, und andererseits brauchen wir den schlanken Körper. Das heißt, hier haben die meisten, ja, statt wie ein Krebs, dieser fette Panzer, haben die hier einfach nur einen dünnen, wurstigen Körper. Das ist zwar nicht ganz naturgetreu, aber es ist wichtig für unser Angeln, auch für die Haken, weil sich dann der Offset-Haken also schön durchdrücken kann, wenn ein Fisch tatsächlich beißt. Das heißt, einer von diesen hier, die sollten es dann schon sein. Und unter Wasser, was nachher den richtigen Krebs ausmacht, die Silhouette passt dann schon mal, das geht, ist dann die Bewegung, die dazu gehört. Das ist dann ganz entscheidend. Schritt Nummer 1, wir suchen uns jetzt mal einen Köder raus. Ich habe jetzt, also hier heute, wir sind noch früh unterwegs, es ist bewölkt und das Wasser ist nicht so ganz klar, deswegen nehme ich jetzt mal einen, der also schon natürlich ist, aber auch so ein bisschen Chartreuse drin hat. Mit dem habe ich eigentlich immer ganz gut gefangen. Frag mich bitte nicht nach den Namen von Reins, irgendein Krebs, kleiner. Und für den brauchen wir jetzt erstmal den richtigen Haken. Ich habe jetzt hier mal zwei Haken rausgesucht, jetzt haben wir also folgenden kleinen Zwiespalt beim Barschangeln. Erstens brauchen wir einen Haken, der in der Größe passt. Da sind beide okay. Der darf also nicht zu groß sein, dass der überall drüber hängt, aber auch nicht zu klein. Den versenken wir nämlich nachher hier hinten drin. Zu klein heißt zu viel Fehlbisse, zu groß. Hat dann das Problem, sieht nicht mehr schön aus und vor allem, wenn er zu groß ist, wird er auch zu schwer und der sinkt nicht mehr gut. Also wir fischen gleich mit einem Texas Rig und da ist das ganz entscheidend, dass sich Gummikörper und Blei voneinander trennen beim Absinken. Zeige ich aber auch nochmal im Wasser dann. Jedenfalls ist es so, dass wir einen Haken auswählen müssen, der so leicht wie möglich, aber so stabil wie nötig ist. Große Barsche haben ja schon mal harte Mäuler, das heißt so ganz dünndrähtige Offset-Haken kann man auch aufbiegen an den Barschen. Ich habe jetzt hier mal zwei Modelle rausgesucht, die sind etwa beide gleich groß. Hier ist einer von Decoy, der ist doppelt stark und das ist ein Gamakatsu, der ist ganz normal stark im Draht. Der hier unten,
versaut uns das Spiel mit der Montage, die wir gleich fischen wollen, weil der zu schwer ist. Da ist der Draht schon so schwer, dass der Krebs dann hinterher zu schnell absinkt. Fast genauso schnell wie das Blei. Das heißt, alles plumpst gleichzeitig zu Boden. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass das Blei erst runterrauscht und dann der Köder langsam hinterher trudelt. Das heißt, wir brauchen den dünndrähtigeren Haken. Das muss man für jeden Köder einzeln ausprobieren und ein bisschen sich im Wasser angucken. Also das heißt, man braucht viele verschiedene Hakengrößen und Drahtstärken und muss das immer auf den Köder oder an den Köder entsprechend anpassen. Ein bisschen, ja, Erfahrungswert dann einfach sammeln. Sieht man aber auch im Wasser gleich, wie es aussieht. So, wir nehmen also den dünndrähtigen Haken, der ist aber stabil genug für einen großen Barsch, das passt schon. Und der soll dann später hier drin sein. Wir angeln zwar einen Texas-Rig, aber ich mache das ein bisschen abgewandelt, alles ein bisschen schlanker. Das heißt, die Öse steht nachher nicht raus, sondern die versenke ich komplett hier im Köder drin. Das hat auch einen Grund, zeige ich aber gleich. Muss allerdings, um den dann aufzuziehen, wenn der da drin versenkt ist, die Öse, dann kann ich das nicht mehr knoten. Das heißt, ich muss jetzt als allererstes das Gewicht montieren und den Haken und dann als letztes den Köder aufziehen. So, jetzt hole ich mir mal die Schnur. Ich habe jetzt also mein Gewicht, in dem Fall ein 5 Gramm Tungsten-Patronengewicht, Blei ist es ja nicht, auf die Schnur gefädelt und dann direkt den Haken angeknotet. Keine Perle, das mache ich ganz absichtlich. Heißt zwar immer das Klickern und so weiter schön und lockt die Barsche. Zu viel kann aber auch zu viel sein. So ein Krebs, der klickert eigentlich gar nicht so viel unter Wasser und ich finde, ganz große Barsche, da muss man noch ein bisschen aufpassen, die Montage muss so fein und so unauffällig wie möglich sein. Das ist ganz wichtig. Bloß kein Klumpatsch, bloß keine überstehenden Schnurenden, hässliche große Haken, irgendwas, was stört. Also alles, wenn es geht, wirklich ganz fein abgestimmt. Hecht und Zander sind da wieder anders, da kann auch mal was rausgucken. Das ist dann halb so wild, größerer Fisch und so weiter. Aber bei Barsch, die gucken schon ganz genau, gerade so wie wir gleich angeln werden, auch mal mit liegen lassen am Boden. Da darf nicht so viel Shishi irgendwie in der Montage drin sein. Ich habe hier ein 24er Vorfach, nicht zu dünn, nicht zu dick und einfach mit einem Clinchknoten da unten angeknotet. So, jetzt kommt der Köder. Wie gesagt, den piekse ich jetzt etwas weiter rein, als ich es eigentlich müsste laut Hakenknick, sodass gleich die Öse da mit drin verschwindet. So und schieb einfach den ganzen Köder erstmal so rein. Also Schnur läuft jetzt hier direkt in den Köder. Keine Öse, kein Knoten, kein gar nichts. Da ist einfach nur die Schnur im Köder drin. Habe ich gut getroffen. Das passt hier hinten dann ganz genau. Da piekse ich den Haken jetzt einmal durch. So, jetzt auch darauf achten, dass der Köder wirklich gerade drauf ist. Keine Beule macht nach oben oder nach unten. Der muss ganz gerade sein. Sonst fängt er nachher an, sich zu drehen oder komische Sachen zu machen, die wir nicht haben wollen. Und man ist also ganz sicher, dass der auch auslöst, wenn jetzt ein Barsch beißt. Ich schiebe nochmal das Blei runter oder das Gewicht. So, und jetzt haben wir hier also eine ganz saubere, schöne Einheit. Das Gewicht schließt schön mit dem Köder ab. Und wenn ich das bewege, dann patscht das Gewicht hier immer auf das Gummi, macht da unten fast keine Geräusche, bisschen Kratzgeräusche vom Gewicht und dem Haken auf dem Boden. Wir können hängerfrei fischen, wir können am Boden schleifen, sammeln keine Muscheln ein durch den Offset-Haken und können uns das jetzt ganz genau da unten alles angucken. So funktioniert das super. Die Montage ist soweit fertig. Jetzt kommt es nochmal ganz extrem darauf an, wie wir die auch führen. Die wird also nicht einfach nur gejiggt wie ein Gummifisch, das funktioniert nicht gut, sondern die muss man schon ein bisschen speziell führen. Dafür braucht man Zeit, braucht man Geduld, aber es funktioniert und das machen wir jetzt mal. Ich habe jetzt den Krebs ausgeworfen, gar nicht so weit. Wir vermuten die Barsche eher an der ersten Kante vorne, nicht irgendwo mitten tief im See. Die Krebse sind ja auch oft ganz flach unterwegs. So, jetzt ist er am Boden angekommen. Jetzt mache ich Folgendes. Erstmal Schnur ein bisschen straffen, damit Blei und Köder zusammenkommen, falls das jetzt auseinander dividiert, da irgendwo rumschwebt. So, dann krabbelt der Krebs jetzt erstmal so ein bisschen über Boden. So, da merkt man immer mal, was da für Boden ist, so steinig hier. So, das machen Krebse. Krabbeln so ein bisschen rum. Jetzt imitieren wir, ein Barsch folgt unserem Krebs. Was macht der Krebs? Der flippt weg und sinkt dann wieder so zu Boden. Das machen wir auch so, egal ob Winter oder nicht. Immer dann aggressive
Bewegung. Das heißt, 1, 2 und an loser Schnur absinken lassen. Ganz wichtig. Kann man ruhig zweimal machen oder so Einzelsprünge auch. Und dann passiert jetzt Folgendes. Das Blei sinkt ab und der Krebs durch die Gummimasse, der hat ja mehr Auftrieb, der folgt dem so langsam. Das heißt, Blei rauscht runter, buff. Und der Krebs mit dem Haken, der trudelt so ganz langsam runter. Je nach Modell wackeln die dabei noch ein bisschen oder trudeln irgendwo hin und bleibt da auf dem Boden liegen. Da ist insgesamt bestimmt 2-3 Sekunden Spiel in dem Köder drin, in der Zeit, in der das Blei schon am Boden liegt. Und das ist die Zeit, da warten wir einfach. Dann nehmen die Barsche den, entweder im Absinken oder sogar, wenn er dann am Boden liegt, auf und merken ja auch keinen Widerstand, fast keinen, weil das, die Schnur läuft ja durch das Blei durch. Und das sieht man an der Schnur dann, schwimmen die los mit dem Köder. Dabei gibt es die meisten Bisse. Zwischendurch kurbelt man immer mal wieder ein bisschen so. Langsam, wartet und dann gibt es wieder. Zack, zweimal gechickt. Und immer wichtig, da muss man sich ein bisschen zusammenreißen. Wer viel jickt, dem wird das am Anfang schwer fallen. Lose Schnur beim Absinken. Nicht stramm halten. Wenn man die Schnur stramm hält, sinkt Blei und Köder gleichzeitig zu Boden ab und baff, landet so wie ein Gummifisch. Das ist es nicht, sondern lose Schnur, platsch, alles muss runterfallen. Außer unser Gummikörper, der folgt dann langsamer. Sieht unter Wasser Sahne aus. Aber nur, wenn die Montage zusammenpasst. Köder, Haken, Blei. Muss alles optimal aufeinander abgestimmt sein. Deswegen empfehle ich auch Tangstengewichte statt Blei. Die sind kleiner und die sinken schneller, weniger Oberfläche haben. Das heißt, die Trennung zwischen Gewicht und Köder, die wird noch etwas größer. Das ist immer besser. Okay, also es ist halt langsames Fischen. Das dauert, jeder Wurf ist dann entsprechend lang, aber jetzt kommt eine ganz harte Muschelkante, merke ich da, ist gut. Wenn da große Barsche sind oder Barsche, dann kriegt man sie so auch, gerade in der kalten Jahreszeit. Aber, also im Sommer aber auch, das mögen die Barsche schon. Den ersten Biss. Wir haben übrigens mal den Angelplatz gewechselt. Heute haben wir nicht so viele Möglichkeiten, weil sehr starker Wind ist. Bei der Angelei ganz wichtig, man muss eigentlich immer Plätze angeln, die man kennt, wo man weiß, dass Barsche da sind, weil man ja so langsam fischt. Also das heißt, wirklich suchen kann man die mit dieser Methode eher schlecht. So, jetzt hat er mir natürlich entsprechend den Köder hier komplett zerlegt. Da ist der Offset-Haken rausgerissen, hier unten auch. Da ist so ein bisschen der Nachteil an diesen weichen Ködern. Manchmal halten die nur einen Fisch. Manchmal auch mehrere. Ja, der hier, mal sehen, ob ich das noch irgendwie reparieren kann. Oh, mal gucken, ob das hält. Ich habe nur davon nur noch einen dabei. Mal das gleiche. Ja, der Fisch stand auch sehr, sehr, sehr flach. Also ich habe eigentlich schon die Kante hochgeführt. Muss man ja immer, wenn man dann oben auf der Kante ist, so ein bisschen so hochruppeln. Und dann ist es ein ganz wichtiger Moment. Wenn man die Kante hochgeangelt hat, nicht einfach einkurbeln, sondern oben auf der Kante drauf. Obwohl das nur einen Meter tief ist oder anderthalb. Dann nochmal so ein, zwei so Jigs machen. Weil oft die Barsche in der Kante stehen und dem Köder dann so folgen. Wenn man die dann einfach einleiert, dann verlieren die Interesse und schwimmen wieder weg. Also oben drauf, das kennen die, Krebs oder irgendwas auch immer, krabbelt diese Kante hoch und der Barsch schwimmt dann so hinterher. Und oben drauf nehmen die dann oft noch, so wie dieser hier. Und da ist auch das mit dem Offset-Haken von Vorteil, weil man ja eigentlich nie was einsammelt. So mit Jigspinner oder Bleikopf mit Einzelhaken, da hat man dann ein Stück Muschel dran oder ein Stück Ästchen oder irgendwas und wenn das am Haken hängt, kriegt man sowieso kein Biss mehr. Aber hier, das geht. Also das war jetzt der Beweis. Ganz, ganz, ganz flach. Aber ja, nicht gefangen, ne? When it rains, it pours. Water's up to my chin. Won't stop fighting. To the very end. Many men try to reach it. Jetzt hatte ich nach dem ersten Wurf eine ganze Weile keinen Biss und wechsle nochmal die Köderfarbe. Manchmal ist das bei Barsch so.
ihr gesehen, sonst, also bei der letzten Folge, aber auch bei dieser, wechsle ich eigentlich sehr wenig die Köder. Das liegt eher daran, dass ich eigentlich mit jedem Wurf frisches Wasser angel. Also ich suche die Barsche eher, als dass ich auf einer Stelle fische und viele Würfe mache. Das machen wir im Sommer mal, da macht das mehr Sinn. Jetzt, glaube ich, macht das immer mehr Sinn, Strecke zu machen und die Fische erstmal zu finden. Aber bleibt man lieber bei einem Köder, angelt das erstmal durch. Es sei denn, man hat eine ganze Weile keinen Biss, dann kann man mal wechseln. Aber also wir angeln jetzt vielleicht so 2 Stunden ungefähr. Ohne weiteren Biss, einen hatte ich ja, jetzt wird es immer etwas heller, es wird langsam Mittag, obwohl es heute so bewölkt ist und da wechsle ich mal auf eine dunklere Farbe. Der Krebs ist ein bisschen größer, hat hier solche Schweineborsten, die hatte ich ja eben schon mal, oder ich weiß gar nicht, was das für die Schweineborsten sind, aber die sind da so durchgesteckt quer. Das hat eine Bewandtnis, die Dinger hier, die machen ordentlich Wasserwiderstand von vorne, das heißt, der sinkt etwas langsamer. Man hat aber nicht zusätzliche Gummimasse, die also daran hindert, dass der Haken schön aus dem Körper austreten kann. Man könnte den Effekt ja auch erreichen durch mehr Gummibeinchen oder irgendwas. Die haben aber deutlich mehr Auftrieb als Gummi in gleicher Größe und stören aber beim Hakeffekt nicht. Sieht unter Wasser eigentlich ganz cool aus, halten auch ganz gut. Und den montiere ich jetzt mal. Ich habe dafür auch einen größeren Haken, weil der Köder ja etwas mehr Gummimasse hat als der andere. Eben hatte ich eine Größe 4, jetzt habe ich eine Größe 1. Der wird wieder üppig durchgezogen, sodass Öse und Knoten verschwinden im Körper. Und dann habe ich ja hier von der Länge her, das passt genau, da ist hinten so ein Rippunkt drin. Zack. Ein bisschen gefusselt, so dass das schön gerade ist. So, jetzt habe ich hier den Haken schön drin. Das passt mit der Länge so. Hier unten auch genug Platz, dass der Gummi schön runterdrücken kann, wenn einer beißt. Hoffen wir mal. So. Und machen einmal rotbraunes Design. Schauen wir mal, ob es das bringt. Ist auch nicht gesalzen, sehe ich gerade. Und aromatisiert. Ich weiß ehrlich auch wieder nicht mehr, was das hier für eine Firma ist. Ich bin einfach in so einer Kiste dann drin und vergesse das. Aber ich suche das nochmal raus, vielleicht im Heft. Nennen wir die Namen auch nochmal, damit ihr das wieder findet. Ja, dann schauen wir mal, ob der einen Barsch bringt jetzt. Wechsel auf den dunklen Krebs hat sich schon mal ein bisschen ausgezahlt. Ich hatte direkt einen Biss da drauf und da ist mal gleich ein Ärmchen abgerissen worden hier, die Seite. Und also hier der Gummi ein bisschen aufgerissen, hing nicht der Fisch. Aber da habe ich einen neuen montiert, weil wenn ein Gummiärmchen fehlt, dann sinkt der anders, ist ja weniger Gummimasse. Sieht nicht mehr ganz so schick aus. Notfallköder, falls es dann so gut beißt, dass nur der Köder geht, dann hängt man auch mal einen mit einem Ärmchen dran. Aber solange man noch Ganze hat, macht man lieber Ganze dran. Ja, das ist halt so eine Sache mit dieser Montage, auch ohne die Perle und so weiter. Das Blei, das knallt ja hier direkt auf den Gummi und da ist immer so die Schnur direkt im Gummi drin. Man zerstört schon ziemlich viele Köder damit. Das ist normal. Damit muss man einfach leben, dass man da also ein bisschen Verschleiß hat. Naja, sind ja mal ein paar in den Tütchen drin und wenn man fängt, dann ist Gummiverschleiß ja auch in Ordnung, finde ich. Aber dafür sieht das ja auch so etwas schicker aus, als wenn da diese komische rote Perle noch irgendwo dazwischen wie an so einem Makrelenpaternoster rumklappert. Ich mag das ja überhaupt gar nicht. Aber gut, jetzt wollen wir mal einen Fisch fangen auch. Es reicht mit Bissen und Fehlbissen und so. Jetzt habe
nochmal den Köder gewechselt und bin kleiner gegangen. Und beim zweiten, dritten Wurf bin ich erwartet. War jetzt natürlich super Pech, wir haben jetzt glaube ich 5 oder 6 Stunden am Stück durchgefilmt und keinen Biss, also keinen Barsch gekriegt. Ja. Und wie es dann so ist, dürft ihr ja mal raten, was beim ersten Wurf passiert, den wir nicht laufen lassen. Es beißt ein Barsch. Aber da ist er. Gefangen. Sehr schön. Oh, heute war aber zäh. Meine Güte, meine Güte. Das hat jetzt aber Körner gekostet. Also hier ist das Bullet Weight vorne. Haken, ich löse mal den Köder auf. Hat ihn jetzt auch beim Liegen lassen genommen, den Köder. Hängt auch ganz gut. So. Ich zeig den Köder gleich nochmal, der ist jetzt ordentlich zerknautscht. Natürlich. Soll ja auch so sein beim Offset-Haken. Rutscht der Gummi unten in den Bogen rein und dann hängen sie halt. So, na also. Ja, das ist doch schon ein schöner 40er Barsch. Schon gesagt, habe ich ja den Köder gewechselt und zwar habe ich vorher relativ große Krebse geangelt. Eigentlich geht das auch gut mit ordentlich Gummimasse, die sinken schön und so. Das ist Barsche haben damit normalerweise kein Problem. Aber heute, ihr habt es ja gesehen, ist so ein bisschen der Wurm drin. So richtig wollen sie nicht. Dann viele Fehlbisse und sowas. Das heißt, ich bin mal kleiner gegangen. Jetzt fragt mich auch wieder nicht, wie der heißt. Ich habe ihn aus der Rheins All-Star Box vom Camo Tackle rausgeflöht und in meine Box geschmissen irgendwann mal. Also der ist jetzt vielleicht so 7 cm lang, dunkelgrün auch. Mal eine andere Farbe nochmal. Braun hatten wir ja schon. In diesem, ja, es ist so ein Moosgrün und mit einem kleinen Haken auch. Und das war wirklich sofort 2, 3 Würfe, da war der Barsch dran. In dem Fall auch. Ich habe es einmal gemerkt, wie er den also angepickt hat, ein bisschen gezogen, dann nochmal zweimal jiggen und liegen lassen und dann beim Liegen lassen ging die Schnur los. Also er hatte sich interessiert, ein bisschen hinterhergeschwommen, ein bisschen gezupft hier und dann brauchte er aber die Überzeugung, okay, das Ding liegt da jetzt kann ich ihn einsammeln. Das ist der Vorteil an dieser Montage. Ich schätze, mit einem normalen festen Jig, da hätte der auch zweimal so angepiekst und wäre dann nicht nochmal nachgegangen. Hier nehmen sie dann doch nochmal. Okay, hoffen wir mal, dass das jetzt vielleicht ein Schlüssel ist, kleiner zu angeln. Aber ich fürchte, es ist nicht der beste Barschtag heute. Ganz normal, wenn man auf die großen Barsche angelt. Es gibt Tage, da sind die aktiv, Tage, da sind die nicht so aktiv. Da muss man einfach durch. Es gibt auch mal mehrere Tage, wo man Seife kaut. Aber ja, Großfisch angeln und Seife kauen gehört ja dazu. Oder zusammen, sagen wir mal so. Das heißt, man muss dann schon, freuen wir uns über den einen Barsch, den wir gefangen haben. Das ist schon wirklich dann auch sehr gut. Wir sind auch zufrieden, war ja auch noch ein 40er. Also das kann alles schlechter laufen, das muss man auch sagen. Gut, aber ein paar Stündchen Licht haben wir noch und das probieren wir jetzt nochmal. Ich habe zwar gerade die Ködergröße verringert, das ist immer so ein kleiner Trick, wenn es nicht so beißt. Aber mit wachen Augen habe ich hier einen Krebs gefunden. Tatsächlich genau hier am, also im Wasser lag der. Ich habe den schon mal rausgeholt. Das sind also die, die es hier so gibt. Ich lege mir den mal auf die Hand. Der ist jetzt zum Tod. Also von der Größe her, das ist ein ganz schöner Koffer, ne? Wenn man sich den mal anschaut, auch von der Masse her. Da sind noch die Köder, die ich vorher geangelt habe, aber klein dagegen. Also Länge passt schon mal. Aber so Volumen, ne, das sind schon Riesenteile, die hier rumlatschen in den Seen. Und die fressen die Barsche tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht genau, ob Barsche wirklich so große Exemplare fressen. Die gibt es ja auch kleiner. Aber ja, so ein 45er, 50er Barsch, ich glaube, der geht auch schon mal dran an sowas. Also zu klein muss man meistens gar nicht angeln. Das ist schon hier gar nicht so verkehrt. Was auch gut imitiert ist, der Geruch. Also er ist nicht erst seit heute tot. Boah, voll Junge, Junge, Junge. Ich setze ihn mal zurück, ja. So.
die riechen ja auch immer ein bisschen nach irgendwas. Aber so schlimm wie der jetzt nicht mehr. Da vergammelt jetzt ein bisschen. Aber das ist es halt, was die Barsche hier fressen. Und da jedenfalls manchmal. Und das ist gar nicht so verkehrt hier. Nein! Oh, was ist denn heute, ey? Mann! Jetzt wird es langsam dunkel. Wir beenden den Tag für heute. Haben einen super Barsch gefangen. Ein paar Bisse gehabt. War nicht so leicht heute, aber mit der Montage hier dann doch noch Fisch gefangen. Hätte mit ein bisschen Glück sogar noch ein bisschen mehr sein können, aber ja, man soll ja nicht unzufrieden sein. Fisch ist ja am Ufer gefangen und damit hat es geklappt. Ich schätze, mit einer anderen Montage wäre es vielleicht heute nicht so gut gewesen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal.